Wieder live, ja. Genau, beim letzten Mal haben wir hier Deutschland bzw. hier den Ruhrkessel erreicht. Ja, ein bisschen was ging hier schief, ich gebe es zu. Eine Mission haben wir aber Fundsachen hier erfolgreich noch abschließen können am Ende. Das war auch, denke ich mal, ein gutes Erfolgserlebnis noch, obwohl dann zwei Missionen nicht geklappt haben. Natürlich brauchen wir mehr, um hier dieses Main Battle. Drei müssen wir noch schaffen, mindestens. Das kriegen wir irgendwie hin, hoffe ich. Und deshalb gehen wir es heute an. Erstmal euch einen schönen dritten Advent. Ja. Jo. Gucken wir einfach mal, ob wir das denn hinbekommen. Bergkönig. Klingt wie eine Offensive. Mal gucken. Ach nee. Okay, das Gegenteil. Ne? Wir verteidigen den Berg. Das kriegen wir hin. Da gab es auch so einen Film im Vietnamkrieg. Hamburger Hill war das, ne? Genau. War, glaube ich, taktisch nicht so bedeutend der Hügel, aber sind eine Menge Leute dann gestorben, da von den Amerikanern und vom Vietcong auch. Oder der vietnamesischen Armee jedenfalls. Erinnert mich jetzt daran. Berghügel, genau. Was haben wir hier? Also der Feind, den sollen wir da fernhalten. Verstärkung, muss man sicher eine Passage haben. Achso, man muss immer so eine Passage verteidigen, glaube ich noch. Kann auch anstrengend sein. Streitkräfte immer, genau, haben noch Probleme, weil die Elite-Panzertruppen noch haben, die Deutschen hier. Tiger zum Beispiel sind natürlich auch besser als die Shermans. Genau, und das müssten wir doch irgendwie hinbekommen. Und hier ist ein Angriffstrupp und der Berg heißt irgendwie 367. Ja, Bergrücken, Hauptstraße, genau. Ich glaube, da lagen auch irgendwo hier Minen. Ich weiß nicht mehr genau. Aber wir schauen uns das mal an. Vielleicht klappt diese Mission ja jetzt auch auf Anhieb. Wäre doch ein guter Start heute, um da reinzukommen. Genau. Schauen wir einfach mal rein. Ja, 45 März. Das sollte doch zu schaffen sein hier mit den US-Soldaten. Soldiers. Sagt kein Mensch, aber gut. Ja, Patton, gibt uns hier die Befehle natürlich. Ich lese hier das nochmal immer extra, weil das ist nochmal spezifischer. Also Armee-Headquarter, den Berg unter Kontrolle zu halten, genau. Und die Panzerdivision, die kommen wahrscheinlich hier dann her, nehme ich mal an. Die dürfen da nicht hin. Es wird also nicht sonderlich schwer sein, ihn zu halten. Also wenn ich sowas schon lese, ne? Es wird nicht besonders sonderlich schwer. Ja, da weiß ich schon, ne? Das sagt ihr, aber ich sehe es anders. Also, das sind immer die geilsten Missionen. Ja, das schaffen sie mit links. Na, mit links. Guck mal hier, ich muss die alle erstmal positionieren. Und es können auch nicht alle dahin, weil ein paar müssen auch hier die Punkte halten, die Fahnen halten. Und ich wette, ihr rennt alle noch gar nicht. Da rennt doch keiner von denen. Und das Problem an dem Hügel ist halt, dass der so von allen Seiten natürlich genommen werden kann. Und deshalb braucht man da mehr Leute. Als wenn man jetzt eine Front in eine Richtung hat oder so. Ich bin da überhaupt kein Fan von diesen 4, 5, 2 Fronten-Sachen. Wenn man einen Angriff hat und dann über zwei Zangenbewegungen geht, das ist ja noch normal. Aber wenn man es so verteidigen muss, ist ja herausfordernd. Aber das ist der Ruhrpott. Die wollen den behalten. Wir wollen den haben und deshalb kämpfen wir uns ja doch jetzt mal durch hier. Oh, ist das laut. Hilfe. Haben wir überhaupt Panzer? Wir haben Langstreckenartillerie. Na gut, ob das jetzt hier so viel bringt. Wichtig ist halt der innere Ring. Und was ist denn mit dem? US-Offizier. Ja, okay. Das auch? Ja. Dann kämpft halt mit oder so. Da kommen sie schon. Das kommt doch erstmal nur von der Richtung, ja, weil hier alles, ja gut, aber die können theoretisch. Dann verlagern wir die erstmal da auch hin. Und natürlich hätte ich gleich machen können, oder? Ja.
They are shooting at us. Das ist klar. Wahrscheinlich den Punkt müssen wir bestimmt hier erobern, dann, damit da keine Angriffe mehr kommen. Tipp ich mal, was ist denn hier eigentlich los? Das. Wir müssen hier rein. Ja. Wir müssen hier rein, wir müssen hier raus. Wobei, das sagen die ja, ne? Unsere sagen ja immer so. Wir sind ja nicht die Deutschen. Kommt später auch in der Kampagne, dass wir den Deutschen und Russen spielen. Japaner bin ich mir unsicher. Ich glaube, hier in der Hauptstory, Story nicht, sondern in den zwei Add-ons kann es sein. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich bin mir eigentlich unsicher, dass man die spielt. Was aber auch mal interessant wäre. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, man spielt dann auch nochmal. Ja, sehen wir dann ja. Jetzt erstmal hier unseren Hügel verteidigen. Mal gucken, ob die jetzt auch hier unten durchkommen und hier die Punkte haben möchten. Dann müssten wir nochmal Nachschub organisieren. Schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt. Ja, ich hab's ja gesagt, oder? Hab ich's gesagt? Dann können die da ja eigentlich weg. Weil das ist ja in dem Bezirk hoffentlich. Oder? Wobei, ach komm. Komm, hier, dann von hier wieder was kommt, wobei hier ist vermint, aber ach. Beschützt unser wertvolles Zelt, da ist ganz viel Bier drin. Ich weiß, dass der Schlüssel. Ja, okay, das geht auch gleich ein. Es wird eng. Geht mehr. Dauert. Schlecht. Brauche ich noch mehr. Reserven holen, aber geht nicht. Schlüsselpunkt verloren. Ist es schon gescheitert? Bitte nicht. Och Mann. Komm schon. Oh, jetzt kommen die natürlich von da. Es dauert dann. Wahrscheinlich verballere ich wieder unnötige Leute hier für diese Mission, aber trotzdem ist es wichtig, dass die hier nicht von drei Seiten dann kommen können. Fallschirmjäger, oder? Bomber? Fallschirmjäger. Wir haben leider keine Flak hier irgendwo. Das wäre für uns eine schöne Sache, ist es aber nicht vergönnt. Wir gehen. Ab, nee, okay, rein. Nicht gut. Oh Gott. Ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, wenn wir die Punkte verlieren, oder es ist in der Mission sogar vorgesehen. Aber wenn wir halt keinen halten, können wir keine Verstärkung mehr holen. Ach, ich stelle mich wieder dumm an. Das ärgert mich selber. Meist. Und es sind halt unnötige Ressourcen für diese Mission, die da drauf gehen. Die greifen jetzt den Punkt an, der ist jetzt auch weg gleich. Den haben wir noch. Das, wie man es macht, ist es dann falsch, wie man an der Lage dann immer sieht. Die laufen wieder wie auf Schienen. Unsere US-Panzertruppen, Panzerabwehrtruppen. So. Der Punkt ist gleich weg, oder? Das bringt nichts da unten. Wir brauchen jede. Alle brauchen wir hier oben. Oh, Mist, was? Oh, jetzt. Ja. stimmt. Also ich muss das hier säubern von den Minen. Hier sind aber Feinde und da, ja, wir geben diese Stellung auf. Ich glaube, das wäre ganz. Ich kann hier nicht so viel Verstärkung für diesen Quatsch rausballern. Und diese Wagen sind schnell down. Da muss erstmal hier wegfahren. Ihr seht, hier ist schon der Feind. Und ist schon beschossen worden jetzt. Es ist verzwickt.
Mann. Ach, es ist doch... Ja, das Ding ist schon hinüber und das soll jetzt hier unfallfrei hier hinfahren, oder wie? Da bin ich aber gespannt. Jetzt sichert mal die Sache hier. Bitte fahr nicht selber noch auf eine Mine, das wäre ja wirklich Ironie. Minen räumen. Was kommt denn da? Haben die Granaten geworfen oder haben die einfach Raketenwerfer wahrscheinlich? Nein. Hier ist noch Long Range Artillery, aber wir haben jetzt hier zu tun mit diesen Minen und das. Ihr seht, sieben Lebenspunkte hat der Wagen noch hier praktisch. Ja. Schade, dass hier auch kein Geschütz noch intakt ist. Da könnte man die Stellung natürlich viel besser verteidigen, aber nur mit der Infanterie ist das halt... Ja, ich weiß, die kommen auch nur mit der Infanterie, aber dennoch hat man dann keine Feuerunterstützung, leider. Macht der das hier? Räumst du die Minen? Muss ich das jetzt immer einzeln anklicken? Oh. Nicht da... Ich dachte, er fährt da jetzt drauf. Doch. Nein... Ja, räumt die Sache mal bitte hier, unser freundlicher Pioniergrupp von dem an. Ihr seht es, ne? Nicht. Bitte noch nicht in Reichweite. Ach, es... Also... wie soll ich sagen? Es fängt durchwachsen an, sagen wir es so. Aber der Ruhrpott wird einem nicht geschenkt. Ich sehe es ja ein. Ist da jetzt noch einer am Leben von den Leuten hier drin? Das... Irre, was hier abgeht. Hätte ich mir doch... Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Artillerie holen hätte sollen. Hätte holen sollen. Ist mir egal. Mann, alle Verstärkung für diese Mission ist drauf. Das ist... Oh. Hätte ich doch erst eine andere machen sollen. Ich weiß es nicht. Ach Mann. Mine entdeckt. Ich hätte gerne noch so einen Wagen. Wägelchen. Wahrscheinlich hätte ich mir Artillerie holen sollen. Ich weiß es nicht. Wobei, das sind ja auch immer, wenn ich die hätte... Ich kann kein Deutsch mehr. Wenn ich mir die geholt hätte, das sind immer zwei. Da hätte ich mir die 2x2, dann hätten die hier eins. Ja, aber... Weiß ich nicht. Muss ja auch auf das noch konzentrieren irgendwie. Es ist schwierig. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das so besser geklappt hätte. Aber in den Kommentaren, ihr werdet es wahrscheinlich schreiben. Pionierarbeit abgeschlossen. Fahr da mal hin. Mach mal weiter.
Wieso, guck mal, guck, wieso dreht. Puh. Ist das ein Sniper? Das ist ein Infanterietrupp. Ja, aber da können wir doch hier mal. Ich glaube, hier kommt dann noch Verstärkung dran. Irgendwie, weiß nicht, ob es Panzer waren oder fahrende Flak. Irgendwas kam da. Was auch logisch ist, sonst müssen wir dieses Gebiet nicht räumen. Oder wir ziehen uns da, da zurück. War auch Quatsch schwer. Oh, jetzt kommen sie wieder hier. Mist. Hoffentlich geht er da hoch, ja. Also jetzt, sie kommen wieder. Ich muss mal hier in den Kontrollmodul gucken, wie sehr ich flackere. Ich mache das Licht mal heller. Mich blendet es dann zwar richtig krass, aber es flackert für euch nicht mehr so. Und das ist doch wichtig, oder? Ja, die sind jetzt schon... Ich habe noch einmal Reserven, die muss ich jetzt raushauen. So viel zum Thema, es wird einfach, ne? Wenn das Headquarter so sagt, kann man schon mal sagen, ja, ist klar. Das ist, auf dem Papier ist das alles immer einfach. Schnell! Ihr seht es, das wird nichts mehr. Ich würde doch nicht auf leicht spielen, sondern auf normal. Räumt schneller diese Minen! Oh Gott! Fantastisch. Mann! Ja, 20 Minuten umsonst Let's Play. Schön. Da freut man sich doch. Räum die Minen! Alle. Wie sollen das... Sind noch ein paar Sekunden Zeit, aber das ist... Sniper, oder? Das klingt so. Ja, warum? Dass die den auch nicht von. Ich weiß nicht, wie lange. Und die machen halt dann nicht weiter, dann musst du ja alle einzeln anklicken, ey. Das ist so gemein. Krieg ist. Bitte lauft nicht hier hin! Ja, ich hätte viel schneller sein müssen. Im Nachhinein weiß man es dann. Er kommt zu uns, oder? Bitte nicht. Aber trotzdem, es ist so langsam. Guck mal, wie... Eigentlich hätte ich schon abbrechen müssen, die Mission wahrscheinlich, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Naja, aber das ist keine Reserven mehr. Die fünf Leute gefühlt. Hier sind noch ein paar mehr drin. Aber ich sag's, wie es ist. Fast unmöglich. Ihr seht es.
Das war's. Gleich kommt's, Mission fehlgeschlagen, muss kurz warten. Und dass man da auch nicht mehr bekommt. Ein Pionierfahrzeug, eins. Und da sind halt immer nur zwei drin, leider. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe, danke. Sag mal. Eisenbahnkrieg war richtig hart. Nadeln im Heuhaufen, was war das? Einen Moment, mal gucken. Was ist denn Showdown auf der Brücke? Brücke am Rhein? Mhm. Ja, versuchen wir das mal. Man kriegt halt auch mehr Reserven dann. Man muss irgendwie eine Mission halt noch schaffen, aber... Vielleicht haben wir dann in der anderen Mission einmal mehr Infanterie zur Verfügung oder zweimal. Das kann schon so eine Art Zeiterkaufen sein dann für die Mission. Deshalb gucken wir uns das dann jetzt mal an. Germans. Da ist keiner drin, das ist ein Nachschub. Wir lesen es nochmal. Halten Sie die Stadt. Die haben Long Range Artillery. Ah, die hasse ich ja. Also, wenn sie für uns zur Verfügung steht, finde ich sie gut, die Raketenartillerie. Die ist richtig gemein. Aber wenn der Gegner die hat, das ist ja nicht so gut. Die Stadt passiv zu verteidigen. Was ist denn aktives Verteidigen? Das ist ja kein Fußballspiel. Ach so, ja, wenn wir nur warten, ja, dann klappt das nicht, ist klar, okay. Ja, aber das soll ich verteidigen, aber was soll ich jetzt genau holen? Ja, halten die Stadt, aber wir sollen aktiv verteidigen, aber... Wahrscheinlich, vielleicht kommen erstmal so Wellen und danach sollen wir die Offensive wagen. Also so würde ich es jetzt interpretieren. Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber... Oder sollen wir hier erstmal die im Punkt... Und dann den nehmen. Wir können die ja nicht steuern. Wir springen rein. Kann ich eigentlich... Wir versuchen das mal hier, oder? Wir fahren hier einfach rein und laufen auch da rein. Und hoffen, dass die Mission das so vorsieht. Weil hier, ich hoffe mal, dass die erste Welle... Hat der gerade eine Kuh überfahren? Erste Welle so schaffen. Bla, bla, bla. Und die Long-Range-Artillerie. Oh, da ist auch welche. Egal, wir müssen uns erstmal die Fahne holen, damit da weniger Verstärkung kommt. So interpretiere ich das. Kann natürlich ein Trugschluss sein, aber das ist jetzt so meine Idee. Mine? Mist. Hört, das ist Raketenartillerie, ne? Hätten wir eigentlich erobern können. Aber hier, ja, das geht auch nicht so wie geplant vonstatten. Och Mann. Warum haben wir denn das... Ist hier noch ein Feind? Ja. Ach, geheime Mission war das. Warte, 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 warte. Was heißt das? Wir lesen mal. Briten kommen. Ich kann nicht sprechen.
Die britische Panzerkolonne für die Unterstützung ist auf dem Weg war, okay, wurde aufgehalten. Wenn sie die Straße säubern, unterstehen einige britische Panzer ihrem Befehl. Das sind aber Ami-Panzer, Freunde, oder? Okay, vielleicht unter britischer Fahne. Das ist ein britischer Panzer, ein Komet. Ich hätte fast Cromwell gesagt. Verzeihung. Uns freut's doch. Dann haben wir die Panzer wieder gewonnen, die wir hier für diese Sache verloren haben, weil wir zu spät mit der Infanterie waren. Ich weiß es. Ich weiß das Bescheid. Einsicht, ne, ist die erste, beste Art. Die beste Art, ich weiß. Zur Verbesserung, genau. Ja, okay, und jetzt. Das soll gehalten werden. Das heißt, wir radeln. Hier war halt auch Long Range Artillerie. Ich bin mir jetzt unschlüssig, wie wir was machen. Ob wir erst hier. Nee. Ich würde sagen, wir fahren hier wieder so zurück. Und dann hier so in diesem Bereich die Long Range Artillerie schalten wir aus. Nehmen das ein. Und dann fahren wir hier hin. Und laufen auch dahin. Ja. Wir haben auch eine Flak. Kann ich da noch irgendwas einstellen? Was war das nochmal? Deckungsfeuer. Achso, ja, da kannst du auch die Infanterie praktisch mit beschießen, wobei ich nicht weiß, wie realistisch das ist, ob die auch, also, wobei, konnte man die so weit nach unten schwenken, kommt drauf an, wie hoch das Fahrzeug ist wahrscheinlich, also, könnte sein, dass es geht, ne? Aber, wie gesagt, ist ja auch nicht immer alles sehr, so realistisch. Aber, wenn das Spiel das, die Funktion so vorsieht, könnte es schon sein, dass es möglich ist. Also die müssen wir ausschalten, die Artillerie, weil die unseren Gegenangriff. Dürfen wir diesen Punkt eigentlich verlieren? Mal gucken. Ja. Nicht gut. Das wusste ich jetzt echt nicht, dass die da auch kommen. Mist. Panther alles am Start. Haben sie gut gemacht. Ich gebe es zu. Da haben wir leider wichtige LKWs und einen Reparatur-LKW verloren. Aber wir lenken hier den Gegner ab, sodass er die Offensive hier auf unsere Brücke nicht macht. Das ist natürlich mit Verlusten unsererseits hier oben verbunden, aber diese Abdeckung ist wichtig, weil die Truppen jetzt hier gebunden sind. Artillerie wieder. Ja. Mist. Und wir müssen jetzt schnell irgendwie hier hinkommen. Wahnsinn. Ich wollte mal eine. Das war die eine Mission, die wir geschafft haben, das war die leichte. Und der Rest ist hier im Rohrbord knallhart. Echt. Tschüss. Mann. Was? Ihr, weißt du was? Ihr holt jetzt diese Fahne. Meine Güte, echt. Wie man es macht, stellt sich immer am Ende heraus, dass man etwas übersieht. Oder dass etwas nicht so klappt, weil Gegenangriffe kommen. Ja, ihr werdet angegriffen. Hummel? Nee, Wespe. Aber die sind aber auch ähnlich so. Die Hummel, Wespe. Am geilsten war halt dieser Ferdinand, der keine Ahnung wie viel wog und nichts konnte außer stecken bleiben. Es gab ja dann auch noch dieses, ich weiß nicht wo genau das stand, dieses Riesengeschütz der Deutschen, so ein Eisenbahn, nicht Eisenbahn, aber ist, wie ich es meine. Also auf Schienen halt so ein riesen Artilleriegeschütz. Das konntest du halt auch nicht verlegen, weil da irgendwie gefühlt 100 Leute dran arbeiten und das Ding nachladen und eine Feuerrate von keine Ahnung was hatte. Und die sollen hier mal nach vorne fahren, weil Artillerie. Plack, okay. Aber da ist noch mehr, weiter. Zum Glück kommt hier Verstärkung und wir müssen nicht unsere verballern, das finde ich doch freundlich. Da muss ich selber mal schmunzeln, denn es läuft mal etwas zu unseren Gunsten. Sektor halten.
Ja, es ist halt immer, man weiß immer nicht, kann man jetzt hier alle nehmen für die Operation oder wird dann da wieder, kommt dann da wieder irgendwie Quatsch auf uns zu? Es ist, ja, nicht einfach. Hier sind doch Infanterie, oder? Habe ich die in das Haus geschickt? Hier, tschüss. Wir treffen uns hier bei den, wir treffen uns bei den Kühen. Ja, wir sind ready to roll. Und noch readier werden wir, wenn einer wenigstens hier auch noch bleibt. Wie gesagt, ich traue denen alles zu. Die wollen den Ruheport halten, haben da wahrscheinlich auch wichtige Produktionsstätten und so weiter. Deshalb wird es da vielleicht auch aus dem Nichts Gegenangriffe geben. Oder so. Oder von hier. Also aus dem Nichts. Neue Einheiten unter ihm. Ach ja, jetzt. Oh, jetzt müssen. Ja. Jetzt müssen wir erstmal hier kurz die Verteidigung ein bisschen upgraden, ist zu viel gesagt, aber ein bisschen gucken, was hier überhaupt los ist, weil wir die jetzt kontrollieren. Ist da einer drin? Hallo? Sandsack? Man hat Raketenartillerie, vielen Dank. Die mache ich immer auf die 8 oder auf die 9, lege ich die in Hotkeys, da weiß ich so, da hinten ist immer irgendeine Artillerie. Was ist denn hier? Egal. Nicht egal, aber ihr wisst, wie ich es meine. Aber die bewegen sich auch nicht hier, ne? Oder? Ein bisschen. Doch, die atmet. Ich will gerade jetzt. Ja, gehen wir erstmal hier runter. Können wir ein paar Kühe mitnehmen? Aircraft? Okay. Wir kommen dem Gegenangriff zuvor. Also nicht wirklich zuvor, aber wir laufen langsam in die Richtung. Das. Geil ist auch immer, dass hier Ende des Jahres steht. Wahrscheinlich ist dann die Ausrüstung anders von den Truppen. Mehr oder weniger Ammunition oder. Finde ich immer interessant, dass er in Klammern ja 44 steht. Ich meine, hier steht es nicht. Bei der Infanterie stand es jetzt. Gucken, was hier alles ist. Okay, die Mission ist dann wahrscheinlich. Okay, ich weiß nicht. Wird es dann nachher noch richtig abgehen oder ist die Mission tut nur so leicht? Wie gesagt, ich traue dem Piraten nicht. Ich bin doch nicht blöd. Die legen mich doch immer rein hier. Ihr habt es gesehen. Also deshalb. Na, wie war das mit dem Hügel? Einfache Sache und so, ja, genau. Hier ist nämlich schon, ja. Panzer, siehst du den? Schieß, erster Schuss. Hallo. Das guckt man wieder hier reinglitscht. Aber ja, der Gegner kämpft auch mit diesen. Ich drehe mich mal 50 Mal, bis ich tot bin. Was ja auch schon unser Problem war. Also, das ist echt eine Sache, da könnte ich immer ausflippen. Da verliert man gefühlt 30% der Einheiten. Nicht, weil man selber einen Fehler macht, sondern weil man bei den Einheiten einfach sich 40 Mal drehen oder die Wegfindung ist interessant. Spielfahrzeug? Tschüss. Spielt gar nichts hier. Ich wette, hier ist noch Artillerie und Panzerabwehr. Ah, da kommt schon schwere Sachen auf uns zu. Das sind doch schwere Geräusche. Ich höre doch die Ketten. Ja, ich hab's gesagt. Ach du Schande. Tiger. Standardpanzer 4. 5?
Also diese Wolverines sind echt gut. Ist das ein Wolverine? Nee, Slug. Ach, die Wolverines sehen aber ähnlich aus. Egal, diese Jagdpanzer im Allgemeinen. So rum. Ich dachte, das wäre ein Wolverine jetzt. Aber stimmt, ich glaube hier hinten die Kanone ist ein bisschen so anders aus. Das hatten wir auch vorhin schon mal erobert, ne? Das geht ganz schnell. Ist man mal, da ist man mal hinten unterwegs, schon ist die Fahne weg. Ist echt wie Capture the Flag. Battlefield. Also das mit, hier kriegst du so viel Nachschub in den Rachen geworfen, ne? Kannst du gar nichts mit anfangen. Also, nee, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und in anderen Missionen so, nö, kannst du gar nicht erst auswählen, weil die Mission es nicht vorsieht. Und erst musst du ein Dorf erobern mit irgendwelchen Fallschirmspringern, die völlig falsch positioniert da ankommen. Medal of Honor, ja, das Spiel kenne ich auch noch, ihr bestimmt auch. Genau, ehrt der Präsident im Namen des Kongresses jede Person, die sich im Dienste der Armee unter der Unterlebensgefahr durch Tapferkeit und Furchtlosigkeit ausgezeichnet und im Kampf gegen einen Feind der Vereinigten Staaten mehr als ihre Pflicht erfüllt hat. Ja, mich freut's. Wir haben gekämpft gegen Gerd von Rundstedt, Generalfeldmarschall, ist bestimmt euch auch ein Begriff, und Eisenhower hat uns auch geholfen. Wobei, eigentlich haben wir auch von den Briten Hilfe bekommen. Finde ich ein bisschen unfair, dass die nicht hier erwähnt werden. Truppen-Upgrade-Bomber sind jetzt ein bisschen mehr gepanzert. Und Flugabwehr ist gleich. Sieht auch nicht anders aus. Wird falsch angezeigt. Stufe, okay, vielleicht Stufe 2, jetzt 3. Achso, man kriegt mehr Verstärkung dann. Ich hab's verstanden. Lieber speichern. Wir haben keine Verstärkung eigene gebraucht für diese Mission. Das finde ich fabelhaft und habe ich echt nicht mitgerechnet. Das war jetzt ein schönes Bonbon für mich und für die Motivation. Eisenbahnkrieg war mega Horror mit zwei Frontenkrieg. Die Nadel im Heuhaufen. Der Zorn der Flieger war irre. Was war? Der Bergkönig war eben die Mission. Wir versuchen mal die Nadel im Heuhaufen, glaube ich. Kommunikationsoffizier suchen und finden und in Sicherheit bringen. Ist so eine Escort-Mission, die mag ich auch nicht, aber... Wir versuchen es mal. Die dritte Armee ist da, okay. Colonel Nathan McGafferty. Hinter den feindlichen Linien wurde abgeschossen. Und man soll die Luftstreitkräfte vereinen und die Deutschen sollen den nicht finden, das ist klar. Patton ist unser Dienstbefehliger, befehlender General. So, nochmal die einzelnen Berichte hier lesen. Extrem schwierig. Okay, haben wir uns wieder das Gute ausgesucht. Mehrere Zonen, in der er sich befinden könnte. Da muss ich jetzt immer irgendwie da reinspringen. Oh, das ist ja... Oder kann ich... Habe ich irgendwas, mit dem ich da reingehen kann? Kriege ich hier irgendwie Infanterie oder Panzer? Schnelle, leichte Tanks? Schnelle, leichte Tanks? Nein, nicht. Muss ich selber holen mir? Oder hole ich mir Infanterie? Die ist wahrscheinlich zu langsam. Das sind leichte Panzer sogar. Dann holen wir uns die. Wir holen die uns. Keine Ahnung. Dass das aber auch diese, dass das nicht standardmäßig aktiviert ist, das verstehe ich halt nicht. Weil man hat es ja schon freigeschaltet. Das würde aus meiner Sicht Sinn machen. So, sollen wir die Fahne hier erobern oder sollen wir uns so durchsneaken? Wobei das mit den Brücken... Ich weiß nicht, was ist denn das Beste? Gehen wir hier erstmal rein über die Brücke und gehen hier von den Rand und da lang. Dann haben wir gleich die zwei Fahnen. Oder gehen wir hier so, das ist ein bisschen... Eigentlich ist es egal, ne? Ich würde es jetzt einfach mal hier hinten versuchen. Sneaky wird es nicht, weil es sind leichte, schnelle Panzer, die erstmal anrollen, aber ja, gucken wir einfach mal, was uns erwartet. Der verteidigt die Fahne, hoffentlich der Schirme. Haben wir gerade eine Vogelscheuche überfahren? Ja. Die sind aber echt zu schnell für mich hier. Oh, da ist noch ein Panzerabwehr, ihr seht es. Wir werden von irgendwas behagt. Flackt bestimmt irgendwas. Ich sehe gar nichts. Hallo. Ach du Schande. Hier, flack, ja. Aber wären wir hier mit Infanterie rein, das weiß nicht, wie viel besser das gelaufen wäre. Dreh die. Guck mal. Also das mit den Kanonen drehen und Fahrzeug drehen, das ist auch eine Sache, die hier leider schwierig ist. Der ist down. Okay. Lief ja so suboptimal. Nein.
schießen. Sag mal. Wo kommt die her? Ja, hallo. Guten Tag. Soll ich den jetzt zurückziehen? Ist der noch da? Dreh dich! Ihr seht es, oder? Egal, dann bleib da, dann bleib da, dann mach hier irgendwas, dreh dich und dreh dich jetzt dahin! Greif doch wenigstens an! Ich will die Fahne haben. Ich will das. Kriegen wir Verstärkung, bitte? Kostenlos? Briten? Kommen die Briten wieder? Ja, das hätte ja sein können. Aber kommt hier jetzt noch? Nee. Ja, dann sind wir auf uns gestellt. Okay, ich hab's verstanden. Und wir müssen schnell sein, weil sonst finden die den Piloten wahrscheinlich zuerst. Es war doch ein Pilot. Ja. Wann? Es war dann der MG-Flak. Und vielleicht sind hier noch andere Einheiten von uns, das wäre auch gut. Und nicht nur so ein Offizier oder ein Pilot, sondern Reserve. Nee, hier ist nichts. Ja. Kann nicht in jeder Mission so sein, wobei sie es in der letzten Jahr hätten reduzieren können. Und dafür hier ein bisschen mehr Verstärkung. Schnell, bevor die loslegen kann, danke. Ah, das Panzerabwehr. Schnell hin, schnell hin. Schieß. Oh, bin ich langsam. Es ist schlimm. Aber nur mit Infanterie, bin ehrlich, es wäre nicht besser für uns ausgegangen. Ja. Ballern wir hier wieder Verstärkung durch, bis keiner mehr da ist. Ich sehe es schon kommen. Und dann in den noch schweren Missionen stehen wir da. Ja, wir haben hier für sie noch 2 Scharfschützen. Ja, aber die haben 20 Panther und 10 Tiger. Ja, wir haben nur 2 Scharfschützen für sie. Tut mir leid. Okay. Es riecht alles danach, aber gut. Panzerabwehr, kleine, ja, aber die trotzdem effektiv. Was ist denn hier weg da? Mann. Langstreckenartillerie kommt jetzt auf uns zu noch. Das wäre auch nett. Danke. Und Artillerie, ihr seht es. Hilfe! Wobei da die eigenen geschossen werden. Friendly Fire. Fahrt da doch hin! We have to stay put.
Jetzt Verstärkung. Schickt mir Panzer. Briten, Franzosen, Italiener nicht. Oder zu dem Zeitpunkt doch, waren schon. Aber schickt mir irgendwas. Schade. Hier, Adler, ich sehe euch. Könnt ihr auch die Pack zerstören? Das Problem ist, wenn die Einheiten dann keine Munition mehr haben, weil wir haben ja nichts an Ressourcen, oder? Nö. Kein Versorgungs-LKW oder Reparatur-LKW, irgendwas in der Richtung. Steht uns nicht zur Verfügung hier. Jetzt muss er aber hier sein, oder? Der ist blind und ist an so einer Ecke irgendwie hier so und das zählt dann nicht. Da ist er doch. Nicht überfahren? Das wär's, wenn es glitschen würde. So. Was jetzt hier? Eskortieren. Wir speichern die Sache. Diese Escort-Dinger ist nicht so mein Fall. Da passiert immer irgendwas und dann wird er beschossen und leider kann ich den auch nicht in den Panzer reinsetzen. Was natürlich realistisch wäre, aber es geht nicht. Wir gehen hier hin und hoffen, dass er kein Gegner ist und keiner hinkommt. Guck mal, wie der... Heavy Combat, das klingt aber nicht schön. Ja, und der ist zu lahm für die und die sind zu schnell und kann... Der kann kriechen und langsam Standardformationen laufen. Das ist, wie ist denn der Offizier geworden? Mann. Jeder normale Infanterist in dem Spiel kann rennen. Der Sniper, also glaub auch sogar. Pionier, okay, bin ich mir jetzt unsicher, aber das ist doch jetzt extra so. Hier, oder? Geht nicht. Standardformation. Na, komm hin, mach hin. Ich weiß, es ist gerade nicht spannend, leider, aber. Was, wer weiß, was da noch auf uns zurollt. Na, mach. Wir sneaken uns hier an den Kartenrand und gehen dann hier auch weiter an den Kartenrand. Hoffentlich hat der Gegner nicht die gleiche Idee, was ich ihm zutrauen würde. Guck mal, es geht nicht langsam. Oh Mann. Sneaky, sneaky, Brücke, Brücke. Brücke sehen und nicht sterben, bitte, der neue Film. Und der geht auf keinen Fall als erster dahin. Nein, das fällt aus, mein Freund. Ich hab doch... Dann geh halt so rum und hoff, dass hier kein Deutscher ist. Aber ich hab den doch schon an den Rand hier. Guck mal, ich mach hier so an den Rand. Und er geht trotzdem... Nein. Vogelscheuche? Oder ist das ein getarnter Deutscher? Ich hoffe echt, dass jetzt hier nicht irgendwie auf einmal hier eine Panzerdivision ankommt oder sowas. In der Richtung. Also Mini-Infanteriedruck könnte ich mit leben, aber mehr bitte nicht. Und auch nicht irgendwelche komischen Artillerie, die jetzt hier reinwänzt. Oder ja, wobei Flugzeug haben die zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber ja. Was denn für ein Heavy Combat? Nirgendwo schießt einer. Ihr macht mir Angst, wenn ihr sowas sagt. Heavy Combat. Ihr hört es, ne? Sure.
unit reporting. We're taking a fight to requesting reinforcements. Attack the armored force reporting for duty. Will do. So, den nehmen wir mal mit hier. Ein Panzer als Babysitter, der Rest fährt da. Da ist hoffentlich nichts, wie ich annehme. Vielleicht wäre es noch Geheimmission, dass wir hier das erobern, aber die Verluste, die wir da haben, dann haben wir die Verstärkung nicht, die wir brauchen für die nächste Mission. Ihr kennt das Spiel, deshalb nicht. Das fällt aus für diese Mission. Dafür sind diese Ruhrpott-Dinger hier zu schwer zu knacken, die meisten Missionen. Für mich jedenfalls, was gar nicht sein muss, dass es bei euch auch der Fall ist. Natürlich, aber ihr habt es ja gesehen. Deshalb, ja. So, ich glaube, das war es hoffentlich mit der Mission und wir sollen das nicht noch erobern. Das wird dann nämlich ein bisschen mit den drei Panzern, naja, und den vielleicht, den wir dann kriegen werden. Wobei, zuzutrauen ist im Headquarter einiges, wie ihr wissen werdet. Oder kriegen wir jetzt Air Support, weil der irgendwie Pilot war oder irgendwas? Mal gucken. Oder ist einfach nur geschafft? Ist auch mal nett. 12 Einheiten verloren, ich bin sehr zufrieden. Wir sind Lieutenant General. Sehr gut. Und Purple Heart haben wir bekommen. Jeder hat das bekommen, okay, der nach dem 5. April 1917 im Dienst für das Land verwundet oder... Ja, okay, nach der Verwundung verstarb oder in Zukunft sterben wird... Okay. Ja, sie sterben in einer Woche. Hier ist ihre Medaille. Mhm, gut. Interessanter Ansatz. So, die Jagdflugzeuge, was ist mit denen? Die hatten vorher 110 Life Points und jetzt 95. Aber dafür schneller, ja, oder so. Ja. Mittlerer Panzer ist... Ja, es ist ein anderer Tank geworden, genau. Das ist jetzt ein Sherman und davor war es, das ist eine andere Version. Mit weniger Munition, aber mehr, nee, mehr Durchschlagskraft. Okay, ich wollte schon sagen, irgendwas muss ja besser sein. So, sturmgeschützt bin ich jetzt nicht so, die sind mir zu statisch, deshalb nehme ich die jetzt eigentlich nicht so oft. Auch verbessert, okay. Und hier, Statistik ist doch dieses Mal echt gut, finde ich. Automatisch befördert man alle hier. So. Ruhrkessel Let's Play speichern. So, was Eisenbahnkrieg war Horror. Der Bergkönig war eben die. Und was war das nochmal? Der Zorn der Fliege. Ach, das war mit, ja, Infanterie. Komm, wir versuchen den Bergkönig nochmal. Vielleicht. Weiß ich nicht. Wobei, alle Mist, können wir jetzt die schon machen? Nee, eine brauchen wir noch. Ja, gucken wir mal. Wir versuchen es nochmal. Ja. Wir sorgen ein bisschen vor in den Defensivpositionen. Da kommt eine Menge böser, gemeiner Infanterie auf uns zu. Nicht nur hier unten, da oben, von da. Kann ich eigentlich, oder wenn ich das Headquarter jetzt schnell einnehme, bringt das was? Ich, das ist nicht ehrlich gesagt. Damit rechnet keiner, aber es ist auch eigentlich nicht unsere Aufgabe. Deshalb halten wir erstmal den Hügel oder versuchen es. Und dann diese Minenräumengeschichte müssen wir decken. Das heißt, hier brauchen wir auch noch Infanterie. Falls die hier oder hier, ja, das ist. Wir machen es dieses Mal hoffentlich schlauer, indem die einfach rumstehen. Nein, die gehen natürlich hier rein. In die Bunkeranlage. Ist hier noch einer? Ja.
Er klitscht im Boden. Unser Panzerabwehrtrupp. Mir tut er leid, mir würde es echt wehtun. Halber Oberkörper, halber Körper ist im. Der halbe Körper ist im Boden da, versunken. Jetzt geht's los. Dieser Jeep ist aber auch maximal blöd positioniert. Ist hier ein Unterstand noch? Ich hoffe, hier brauchen wir nicht so viele Ressourcen und Leute und überhaupt. Hier ist halt wichtig, weil da kommt gleich eine Welle an. Für uns ist es natürlich nicht die perfekte Welle, aber. Ja. Echt schade, dass hier keine Pack oder nichts von diesen Sachen. Ja. Nichts einsatzbereit ist. Hier, das müssen wir räumen, das Minenfeld. Können wir diese Mission schon aktivieren, indem wir hier hingehen und das so spotten? Ich glaube nicht, ne? Weil dann würde das Ganze schneller gehen. Aber wir können jetzt schon anfangen mit denen, die Minen räumen. So rum. Nicht drauftreten! Zum Glück keine Antipersonenminen. Aber das wusste ich auch nicht, dass man mit denen jetzt das schon machen kann, die Mission. Oder vorgreifen ein bisschen. Für uns ist es gut, dass man da ein bisschen zeitgleich unterwegs ist. Ja, das hätten wir wahrscheinlich schon beim ersten Durchgang machen müssen, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht. Erstens, dass die das können und zweitens, dass es schon so geht. Auch, bin ich überrascht. Tja, man lernt nie aus. Machen die was? Die machen was. Schön wäre auch, wenn wir nicht die komplette Verstärkung brauchen für diese Mission. Oh. Okay. Ja. Timing. Also wird da auch nichts da unten. Ist ja alles geräumt. Das ist weg. Hier ist doch noch eine Mine. Hallo. Geh da hin. Mann, mach ich's doch. Oder ja. Hier geht ihr hier hin, dann räumt ihr die Mine. Geht es? Ist es machbar? Ach nee, die können das gar nicht. die. Hier, ich sehe das doch. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr seht's, ne? Wir haben es schon geschafft. Erfüllt. Okay, dann. Aber hier ist doch noch, ihr seht es doch, oder? Da ist noch eine Mine. Aber anscheinend brauchen wir nur 95% hier räumen. Mich stört's nicht, dann können die ja wieder. Gleich weg. Das war. Okay, unnütz Verstärkung verschwendet, aber wir haben es geschafft. So,
Ah. Ja, geht besser, ich weiß. General von Rundstedt war unser Gegner und neue Truppen, Teil Raketenartillerie, okay, die finde ich auch nicht schlecht. Das waren Shermans, ne? Und mit dieser. Ne, Kelly Loop, okay, aber auf Sherman Chassis, glaube ich, bin ich mir unsicher. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Neues Wort in den Kommentaren. Jagdpanzer-Upgrade bekommen. Der ist jetzt. Achso, okay. Ja, ein bisschen Durchschlagskraft und Waffenschaden. Gut. Speichern wir. Nee! Falsche Taste. Ist es, das wäre ein gutes Format, ne? Nicht Held der Steine, sondern Feind der Tasten. Ich habe das zuerst gehört. Weiß noch nicht für was, vielleicht für so Büroleute? Keine Ahnung. So, jetzt gibt es die zwei Missionen. Können wir hier das schon machen? Ja, können wir, ne? Aber wir sind ehrgeizig und versuchen trotzdem diese. Oh, der Eisenbahnkrieg war Horror und das war Zorn der Flieger, der war auch blöd. Wir versuchen es mal. Wir hatten hier nur dieses Dorf und das sollen wir mit drei Infanterie, sag ich schon, nein, hier Luftlandeeinheiten irgendwie, ja, soll das klappen. Und man kann, ihr seht es hier, ist Verstärkung und die ist ausgegraut. Das heißt, hier können wir nicht holen. Auch hier ist eine, ihr seht es hier, ne, kann nicht angefordert werden. Das ist hier nicht vorgesehen und ihr seht hier, kann ich, sag mal. Ja, ich weiß es. Kann ich hier hinklicken? Ja, genau. Wo waren das? Irgendwo war hier die noch eine feindliche, also Fahne sozusagen zum Erobern. Ich glaub, an der Straße. Wo ist denn die Straße? War das hier? Jetzt habe ich die Karte. Nee, hier war es. An dem Turm, genau hier. Wenn wir das erobern, dachte ich mir, okay, wenn man das erobert, kann man natürlich Verstärkung holen, weil es wäre logisch, weil hier ist der Weg. Da müssen wir hin und dieses Stadt erobern, aber. War nicht so gestern oder vor wann haben wir es versucht? Egal, vor ein paar Tagen. Doch, vor ein paar Tagen. Nee, am Freitag haben wir es versucht. Und das heißt, und die sind jetzt verstreut. Und das Problem ist halt, es gibt nicht nur die Stadt, sondern, ja, das ist ja schön gut. Hier sind auch Deutsche unterwegs, die hier patrouillieren. Das heißt, man trifft zu 90% sowieso auf die und werden die dezimiert und man hat halt keine Verstärkung hier. Das ist. Das große Problem und man kann auch nicht hier direkt angreifen, weil hier sind zu viele Gegner und es ist, weiß ich nicht, wie man diese Mission gut handelt. Ich habe sie wirklich mal geschafft irgendwann, aber ja. Und leider hat man hier, also was noch gut war, hier ist eine Pack. Wenn man die schafft zu erobern, kann man, aber ihr seht es hier, das haben die, hier haben die Luftabwehr. Hier überall Infanterie in den Häusern wahrscheinlich auch noch. Verstreut ein paar leichte Fahrzeuge. Es ist klar, es sind keine schweren, aber es ist dennoch jetzt nichts, was man mal im Handumdrehen nehmen kann. Ja, das ist halt die Herausforderung. Und leider kann man auch keine Luftschläge anfordern. Ja. Deshalb muss man jetzt gucken, wie man da zurechtkommt. Das ist so das Hauptproblem aus meiner Sicht, ne? Weiß nicht, wie es ihr seht, aber das macht diese Mission für mich sehr schwer. Ja, ich kann auch Dynamit legen und so. Ich weiß, sneaky, sneaky, aber es sind zu viele Gegner. Und ja. Und das Problem. Ich würde auch gerne erstmal die Truppen halbwegs verbinden, aber das ist auch schwierig, weil gleich kommen hier, die laufen zu weit weg. Dass man die hier mit denen vereinen, mit den Truppen, dass man ein bisschen schlagkräftiger ist. Ihr seht es, da kommen sie schon. Bemerkt uns nicht, bitte. Wir sind gar nicht da. Sneaky am Kartenrand. Der Kartenrand ist unser Freund. Ja. Ach man, da müssen wir hier mit denen und mit denen am besten hier zangenmäßig angreifen. Ihr seht es, das meinte ich. Wir gehen. Nicht dahin gehen, nicht dahin gehen. Wir werden schon angegriffen. Können wir hier. Können wir uns hinlegen?
Vielleicht von der Höhe her Feuerüberlegenheit herstellen. Die kommt. Stopp. Hinlegen. Tarnen. Despottet uns, ja. Scheibenkleister. Okay, dann bringt das Hinlegen ja aus nichts auf. Au. Kann nicht mehr sprechen, ist jetzt aber auch unwichtig. Wir müssen denen helfen. Oh, da bleibt wieder keiner übrig von denen, weil die alle down gehen wegen diesem Mist, den ich verzapfe. Und hier... Lauf doch schnell! Sag mal. Komm schon, komm schon, komm schon! Und die können halt... Ja. Vielleicht können wir hier noch ein paar retten. Was ist denn hier? Ich weiß, dass wir hier raus müssen. Leben noch ein paar. Und hier, das ist, die sind alle down. Ja. Leg dich hin und hoffe, dass es nicht auffällt, dass du da bist. Ich weiß, wir haben hier ein Flugzeug und so, ja, aber... So. Hier, verstärkungsmäßig, nichts aktiv. Bringt uns auch nicht, dass es Elite-Einheiten sind. Ist einfach... Jetzt greifen wir hier an und bitte zerstört die Pack nicht, das wäre doch ganz nett. Ja, die spotten uns, ich spotte die auch. Schieß doch! Ach, gehen wir halt. Die Wegfindung, ihr seht es. Ihr solltet hier reingehen. Ey. Schieß doch! Wie dumm ist das? Jetzt sind die drin. Könnt ihr auch darauf schießen? Ja, Karte kann man drehen, ja, wisst ihr bestimmt schon. Aber da. Ja, warum, guck mal, warum kann ich die nicht sagen, denen nicht sagen, hier schießt auf diesen Wachturm aus dem Haus raus? Ist das so unrealistisch? Normalerweise schießen die aus dem Haus raus, wenn jetzt hier Feinde wären. Pioniere zu Diensten. So, was bringt uns das? Jetzt will ich mal hier. Hervorragend, den LKW haben wir retten können. Ein LKW. Wir können Minen entfernen. Haben wir Verstärkung? Nein, aber wir können Minen entfernen. Sag mal. Ich weiß nicht, was mit dem Oberkommando los ist, aber ist das das, was man jetzt hier in dieser Mission braucht? Neue Einheiten unter dem Kommando? Ja. Das Ding und hier unsere Panzerabwehrkanone. Aber... Ehrlicherweise bin ich jetzt noch nicht schlüssig drauf gekommen, wie jetzt diese Mission erfolgreich vonstatten gehen kann. Der kann halt Dinge, Nachschub liefern, reparieren, Minen legen. Soll ich jetzt hier Minen legen und die anlocken irgendwie? Oder? Das funktioniert doch nicht. Attacke mit einer Pack. Hier. Geht nicht. Und die ist ja auch noch down. Oh Gott. Vier. Ja. Kann ich die noch reparieren? Nee, dieses. Hin. Muss ich neu laden? Man hat so schon kaum Chancen. Und ohne die kann es vergessen. Okay, wir reparieren die, oder geht das? Ja, ne? Ihr seht's, ne, wird repariert.
99 Schuss, das ist positiv, aber man klammert sich ja an wirklich alles fest, was man hat. Und wir haben nur diese Pack, aber ich die jetzt. Ich spotte erstmal. Haben wir noch den Flieger? Nee, ne? Ich mach den mal ja getarnt, dass der nicht so. Der ist eh schon down. Ein One Life Point, ein Life Point. Guck mal hier, eine Flak. Den, ja. Die nehmen wir mit. Vielleicht können wir die Flak ausschalten und dann irgendwie über den Weg da reinkommen. Also es, wir beißen uns die Zähne aus, aber wir versuchen es. Ich muss ja nicht gleich aufgeben, aber eben ohne die Flak dachte ich mir, nee, das wird nichts. Bitte nicht gleich schießen oder irgendeine Dummheit. Die Flak, die müssen wir, ja, jetzt, kommt schon. Ja, geht besser, geht auch schlechter. Naja, Zurückzug. Der holt jetzt Verstärkung, oder? Wenn er wegfährt. Ich hoffe nicht. Können wir den Daumen kriegen? Der kann zwar nichts, aber... wir werden mit Rückzug. Irgendwas beschießt uns da. Rückzug. Vielleicht den noch beschießen? Geht das? Ja, ihr könnt gut ausgerüstet sein, aber ich hätte trotzdem gerne ein paar Verstärkungen hier. Und wenn es Infanterie ist oder irgendwas. Bei mir ist auch Luftlandetruppen. Irgendwas. Ja, der Flieger sagt mir, es gibt hier Einheiten. Aber... Die leben ja noch? Wo kommt die denn her? Okay, das fand ich jetzt... Ja, gut. Wir sind uns hier... Lalala, niemand sieht uns. Hier wieder auf Schienen. Panzerabwehr, okay. Ist jetzt nicht das unbedingt das, was wir brauchen, aber... Mit den gefühlt 5 Leuten sollen wir jetzt die Stadt einnehmen. Und wir haben noch ein Reparaturfahrzeug, Entschuldigung. Hier ist was. Ja, da kann man auch ein bisschen mehr gucken. Ja, können wir mal machen. Da ist bestimmt eine Flak. So, oder eine Pack. Irgendwas Schlimmes. Flak, Pack. Pack, Flak. Lachsack. Man sieht uns nicht, wir kriechen. Leichte Flak, ja. Der schießt jetzt, oder? Wir versuchen es mal mit der Pack, die auszuheben, weil mit der Infanterie, wir haben ja gar keine Infanterie. Ihr seht uns nicht. Das, wir sind so, haben wir da ein Schussfeld? Das Problem ist, hier können wir auch drauf, aber dann kann man da, glaube ich, nicht mehr runter. Und dann haben wir ja noch weniger Einheiten, dann sind die alle da gebündelt, wenn die an so einer Flak rumhängen. Das ist dann der Nachteil, deshalb mache ich das gerade erstmal nicht. Ihr wundert euch nämlich bestimmt, warum ich das nicht mache. Also ich würde mich jedenfalls wundern, deshalb sage ich es mal so. Drauf! Haben wir die jetzt angelockt? Kommen die jetzt hier an? Wir können los. Hm. Kann ich... Wo ist denn das Flugzeug? Ich würde es gerne auswählen. Hallo. Hm. Flieg doch mal über die Stadt. Da ist doch nichts Sinnvolles für uns. Ist da noch eine Geheimmission? Mhm.
Wollen wir die hier hin platzieren? Ist dann. Kann man alleine die so? Nee, ne? Ich glaube, das ist nicht realistisch. Zu zweit schon, aber kann hier noch einer. Wir machen Meldung, wenn wir dort sind. Ready for our marching orders. You got it. Hostiles spotted. Take that. Take that. One kill, sir. Time for some payback. You got new orders, sir? They messed with the best. Wir sind gut ausgerüstet. Order acknowledged. Target located. We're getting cream here. Sniper. Wie man es macht, wie gesagt, es ist schwierig. Aber kann der Sniper auch ins Haus dann selber? Ich hoffe nicht, ne? Schießen. Wenn ich die jetzt vorrücke. Geh doch da ins Haus. Vielleicht reicht es, wenn wir den Bereich, den Kern. Ja, da ist noch mehr, da ist ein Sniper oder irgendwas. Ach man, kann ich hier drauf schießen? Nee, ne? Order acknowledged. Consider it done. You got it. Das müssen wir ausschalten, das. Also es war keiner drin, aber damit wir den Punkt vielleicht kriegen. Haben wir noch irgendwo Leute, die ich nicht sehe, ne? Da wäre, nee, da wäre hier so ein. Leider kann ich die auch nicht aussteigen. Wobei, ja, Minen legen, aber wir können Hindernisse aufstellen. Das bringt uns leider nicht weiter. Und hier ist nicht, ja, die paar Leute noch im Haus. Okay, dann müssen wir jetzt da irgendwie reinrushen. Ja, wird relativ unmöglich, diese Sache. Aber man hat, wir haben nur noch die. Und die sind auch Low Energy tarnen. Ich würde hier gerne in dieses Haus. Take that, ready to slice and dice. Consider it done. Consider it done. I'm in position and awaiting orders. Time for some payback. Hostiles inbound. Ach, da kommt's her. Okay. Okay, doch so viele Gegner. Das ist völlig unmöglich. Zug. Wir gehen zur Pack. Ich verstehe es nicht. Wir sind gut ausgerüstet. Das, ja, war's. Wir haben keine Leute mehr.
Okay, das wird nichts. Wir können ja die nochmal versuchen. Zorn der. Nicht Zorn. Die Eisenbahnkrieg. Die wir auch mit zwei Fronten und so. Mal gucken. Wenn es nicht wird, dann wird es halt nichts, aber. Wir müssen hier die Fahne ganz schnell irgendwie eine Fahne erobern, weil die kommt von beiden Seiten, von da und Artillerie kommt auch. Es ist, diese Mission ist der absolute Overkill für mich. Wenigstens hat man hier aber Einheiten und kann auch, ne, ihr seht es. Hier gleich nachladen. Ich weiß, man soll es dir erobern, aber ja, wir können auch mal das andersrum versuchen, weil gestern hat es so rum nicht geklappt. Vielleicht bringt das ja was. Lass mich vielleicht die Long-Range-Artillerie hier wenigstens mal wegkriegen.
Damit wir wenigstens hier im Rücken, im Rückraum Ruhe haben. Vielleicht ist das eine Herangehensweise, die besser ist für uns. Geheime Mission war das, okay. Oh, B29-Bomber kommen jetzt, okay, gut. Bin ich gespannt. Hoffentlich müssen wir die nicht als Ressource anfordern, sondern die kommen jetzt einfach. Ah ja, das sind sie, oder? Ja. Gegenangriff. Leider unaufmerksam. Wieso schießen die nicht auf die... Mann, diese Wegfindung auch. Verstärkung? Wo? Fortified. We're ready for a little action.
Ja, das ist gut, dass wir diese Geheimmission hatten, denn jetzt kommt hier Bomberangriffe immer und wir verbrauchen hoffentlich weniger Verstärkung. Mal gucken. Also jetzt der Plan jedenfalls. Leider keine MG dran, diese Panzer. Naja, mal gucken. Artillerie, schnell dahin. Stellung halten. What can we do for you, sir? On the Reinforcements, sehr gut. Kaufen wir dringend. Dann greifen wir mal die Stadt an, würde ich sagen, oder? Wir haben Long Range Artillery. Ja, mal gucken. Ich dachte eigentlich, es kommt noch mehr Bomber von hier. Leider ist es nicht der Fall, wie es aussieht. Oder man sagt es und dann passiert es. Nee, in dem Fall nicht. Ein paar Mal hatten wir Glück, ne, mit dieser Nummer. Jetzt ist es mal nicht so. Schlecht positioniert, aber ohne Geleitschutz so zu sagen. Oh, den würde ich jetzt ungern mitnehmen. Erstmal hinten alles säubern. Wer weiß, was hier für Nachschub oder so kommt. Mit dem Zug vielleicht oder wie auch immer. Kam ja von der Richtung, vielleicht kommt es auch von der Richtung. Flak, weg. Tiger an den Rücken fallen und los. Die sieht man nicht, die ist gut versteckt. Tank destroyed.
drehen. Ja, mittlere Panzer werden hier auch besser. Ja. Niemand macht uns fertig. Ja, das kriegen wir hin, hoffe ich. Dreh dich mal weg da. Puh. Okay, ging doch gut. Ich schaffe es nicht, doch du schaffst es. Die wollen den Punkt wieder haben. Ey, Hilfe. Dreh dich und fahr einfach. Gleich haben wir es, oder? Komm schon, Mann. Speichern, jetzt müssen wir das Ding auch noch verteidigen. Ja, ich weiß, der Leopard ist jetzt ein bisschen länger. Tigerpanzer, Jagdpanzer kommen auf uns zu. Was heißt jetzt in die Richtung? Ja gut, wenn die von hier oben kommen, dann können die Pax, die Flachse, die ein bisschen behaken schon. Give us the word, sir.
Von da oben, ja. Da kann man ein bisschen spotten hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Wir schaffen das irgendwie. Und ja, der Part ist jetzt ein bisschen länger. Ich dachte, wir kriegen es schneller hin. Ich dachte, meine, die Stadt dann gut ist, aber war ja nicht so. Ist ja nicht schlimm, oder? Hm. Ja, können wir was reparieren hier ein bisschen mit denen? Oh, der ist auch im Daumen. Your orders, sir. Stellung halten und die Mission schaffen. Und wenig Verluste, das wäre ganz nett. Ist wahrscheinlich schon zu spät dafür, aber... Tiger. Haben wir hier noch eine Flak? 2, ja. Ne? Unser Spielposten mit. Ja, ist weg. Wir wollten gerade wegziehen. Hm. Haben die noch Schuss? Ja, reichlich. Die müssen halt nur überleben. Um hier ein bisschen die Deckung zu haben. Dann ist super da. Schön schräg in die Panzerung rein. Naja, geht doch, oder? So, schwerer Panzer ist jetzt auch. Und Pershing bekommen wir, gut. Langstreckenartillerie, was ist mit der? Die ist. Ja, besser, durchschlagskräftiger auch, gut. Ja, ich würde trotzdem die nochmal irgendwann gern schaffen, aber das ist jetzt nicht in dieser Sitzung. Nicht. Ich will Escape drücken. Ja, speichern, richtig. Ruhrkessel, genau. Ja, dann sind wir soweit vorangeschritten, dass wir irgendwann demnächst hier die Schlacht um den Ruhrpott selbst angehen, das Main Battle. Aber vielleicht würde ich doch nochmal einmal wenigstens versuchen. Reizt einen einfach weiter, der Rest ist schon geschafft irgendwie. Und naja, euch noch einen schönen Tag. Gerne kommentieren, abonnieren, liken etc. Und dann bis zum nächsten Mal hier wieder bei Blitzkrieg 2. Macht's gut. Tschüss.